Und herzlich willkommen zu einem Let's Play. Und diesen Let's Play zeige ich euch mal einen Kampf. Das wird Impel Down sein. Also es geht um Impel Down. Impel Down. So. Einmal zurückgestellt, neu gestartet und Spiel läuft. Ich spiele selber. Also es geht um Impel Down. Da sollte ich ganz schnell bis unten hinkommen. Plus laufe halt die ganze Zeit. Also ich sollte auch auf die Vorherseite kommen. Also einmal komplett durch. Auf andere Seite dauert 1 Stunde und noch was. So lange will ich auch nicht aufnehmen. Ihr könnt erkennen, dass bei Impel Down man Punkte kriegt und auch ab und zu Steine oder eben Punktsteine. Oder auch Puzzleteile von gewissen Teilen. So, man kriegt auf der ersten Ebene ein Puzzle, also ein Punkt, auf der zweiten Ebene 2 Punkte und so je unten geht, mehr Punkte kriegt man. 3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte. Also Schätzungswürde, einmal resetten, einmal durchspielen, naja, man kann locker 200 Punkte pro Tag verdienen. Also dann könnt ihr euch mal hochrechnen, 200 Punkte, eine Woche 1400 Punkte. Also das ist für die Leute, die fragen, ja, kann man die Punkte resetten? Man kann die nicht resetten, leider, aber man kann die verdienen. Jetzt kommt das nur auf dein Team an, wie stark es ist. So lange dauert das eben. Wie gesagt, man muss bis unten hinkommen, das sind so knapp 200 Punkte. Man kann sich das auch hochrechnen, es sind eben pro Level 8 Kämpfe und bis unten hin einmal Punkte. Ich habe das jetzt nicht gemacht, aber jeder kann das für sich machen. Also es sind einige Punkte zu holen. Mein Team ist auch recht stark. Ich mache jetzt Impel Down ersten Level und zweiten Level mit euch mit und dritten, um zu zeigen, dass es echt immer Punkte mehr gibt. Weil ich will auch kein zu langes Video machen. Naja, das Team ist echt stark. Gleich kommt Captain Smoker. Da setze ich Engel Gold von einem Freund ein. Weil ich habe noch keine eigene goldene Karte. Wird auch lange dauern. Da ist Engel Gold. Den setze ich jetzt einmal an. So, das war die erste Ebene. Machen wir zweite Ebene. Impel Down, zweite Ebene. So, ihr seht, zweite Ebene 2 Punkte. Zwei Punkte machen wir weiter. Also erste Ebene 8 Punkte, zweite Ebene 16 Punkte, sind wir schon bei 24 Punkten. 24 Punkte und bei dritten Ebene mal 8, das sind nochmal 24, sind wir dann bei 50 Punkten fast.
So, kleinen Tipp, guckt euch das nächste Video an. Da zeige ich, wie ihr vielleicht mit ein bisschen Glück lila Karten droppen könnt. Also farmen könnt, wenn ihr Glück habt. Es kommt drauf an, wie wer Glück hat. Also man kann die auch farmen, komischerweise. Es gibt nur 4 verschiedene Karten, die man farmen kann. Eine ist T4, T, ich glaube T4, T3, T3 und T2, wenn ich richtig liege. Zeige ich euch alles. Aber wie gesagt, im nächsten Video. Das wird jetzt hier nur ein reines Impel Down Kampfvideo. Können sehen, meine Leute haben noch keinen einzigen Schaden so richtig genommen, also sie werden immer aufgefüllt. Also ich kann locker bis unten ganz hinkommen und einmal Feuer, das mache ich auch mal die Tage, wenn ich drüben auf Feuer bin, da verliere ich ganz leicht, aber ich will da rüberkommen und euch ein Video machen und zeigen, wie das geht. Also letzte Ebene da unten, mal gucken, kommt irgendwann die Tage. Gleich ist das Krokodil als mein Gegner. Es gibt dafür auch, kriegt man auch Puzzleteile von Garp, also wenn man jeden Tag hier durchspielt, 3 Monate lang das macht, dann kriegt man auch Garp. So 3 Monate zum Garp. Viel Spaß. Und in diesen, scheiße, ich wollte eigentlich in diesen Kampf jetzt, ich benutze den nächsten, den Lichtmenschen. Auf Gold benutze ich gleich. Das Krokodil, man kriegt Puzzle von Teil von ihm. Man kriegt einen Stein, man kriegt 4 Stück, 4 Sachen, wie ich weiß. Ja, Stein, alles. So, in diesen Kampf setze ich mal den Lichtmenschen an. So, machen wir einen geilen Kampf draus. Hier ist auch das Endstück, also ich wollte euch nur zeigen, dass man hier echt 3 Punkte kriegt. So, 3 Punkte, wie gesagt, jedes Level mehr Punkte. So, das war das kurze Video. Bis bald. Tschüssi.